Kapitel 32. Epsilon wird niemals sterben. Kämpfe um dein Leben, wenn du dich traust. Es war alles, wie Dakra es gesagt hatte. Das Zoroark hatte geschwiegen. Von jenem Moment an, als Dakra sein Ritual erklärt hatte. Er hatte all die anderen Pokémon vorangeschickt. Sie alle hatten das Ritual absolviert. Waren alle rein genug voranzuschreiten. Aber sie selber... Ein Tropfen Blut für jede Lüge. Allein dies könnte ein Zoroark überleben, welches so viel log. Doch ein Leben für jede zerbrochene Seele... Hier endete es auf jeden Fall. Gnade könnte näher sein, wäre dies dein eines Leben. All jene, die vor dir kamen, all sie konnte ich nicht richten nach jenem Leben, das einst war. Denn sie sind andere Pokémon als damals. Du hingegen bist dieselbe. Dieselbe Tyrannin. Dieselbe Mörderin. Dieselbe Kaiserin. Also sprich... Sprich, was wirst du nun tun? Ein schneller Blick auf die Schwertfeder folgte, welche in der Hand der Kaiserin lag. Nun, du hast recht. Ich verdiene die Strafe, die mir auferlegt ist. Ich hatte zwei Leben. Eines, um zu lernen. Das andere... um alles zu ignorieren, was ich im ersten lernte. Ich habe eine zweite Chance bekommen. Ich habe eine zweite Chance verspielt. Und doch, ich glaube nicht, im Recht zu sein. Doch ich glaube, zu mir selbst zu stehen. Aus dieser Grotte gibt es für mich wohl kein Herauskommen. Aber mir bleibt die Wahl, ob ich im Kampf oder auf Knien sterbe. Und vor diese Wahl gestellt. Du weißt wie ich. Es ist, als gäbe es nur eine Option. Ich war die Plotkaiserin. Ich bin die Plotkaiserin. Wenn ich auftrete, scheint die Welt zu beben. Wenn meine Schwertfeder schwingt, erzürnen Stürme. Ich kann nicht gehen. Nicht ohne eine Show. Also, zum großen Abschluss. Zeige mir, was ein wahrer Epolyxus ausrichten kann. Im Angesicht der Plotkaiserin. Es überrascht mich wenig, dies zu hören. Doch, so wenig du es vielleicht glaubst, dies ist eine deiner wenigen Entscheidungen, die ich respektieren kann. Denn es ist, wie du selber sagst, du stehst zu dir selber. Und Epsilon. Nimm niemals den leichten Ausweg. Und genau deswegen sind nicht alle Dinge, wie sie vielleicht scheinen mögen. Egal, was hier nun geschehen wird. Epsilon wird niemals sterben. Denn Epsilon ist nicht bloß ein Zoroark. Es ist eine Lebensweise, ein Ideal. Es ist Glauben an unendliche Gerechtigkeit durch das Opfer der eigenen Würde. Das Pokémon kannst du töten, doch das Erbe nicht. Es wird immer Epsilons geben und ich bete für sie, dass sie ein Ideal des Ruhmes nicht verschmutzen, wie ich es tat.
Genug Worte waren gefallen. Was sich nun anbahnte, war der letzte Kampf. Darkrai machte sich bereit, seine rote Energie wieder über ihn hinschwemmend. Währenddessen herrschte Stille, doch in dieser schienen weiter die Worte durch den Raum zu hallen, sowie durch den Verstand des Zoroark. Epsilon wird niemals sterben. Und ein erster Blitzeinschlag, begleitet vom Eimstreich der Schwertfeder, sollte der Beginn des Beweises sein. Epsilon wusste, sie konnte diesen Feind nicht verwunden, solange er selber nicht angriff. Doch es war ein Zeichen. Ein Zeichen, welches Darkrai als Grund sah, seine Energieprojektile zurückzubringen. Rotes Licht schoss in Strahlen durch den Raum. Doch eine Epsilon würde sich nicht durch solch simple Tricks bezwingen lassen. Sie wusste selber, zwar bestanden die Angriffe aus derart zentriertem Licht, dass sie alles in ihrem Weg verbrannten. Doch Darkrai wollte nur Epsilons Bewegungsfreiheit einschränken. Er wusste, ebenso wie Epsilon selber, dass ihr metallischer Anzug Licht zurückwarf wie ein Spiegel. Somit war Ausweichen nicht vonnöten, sondern ein schneller Schwertstich folgte, gerade als Darkrai frontal attackieren wollte. Ein Treffer, wenn auch nicht mächtig, inmitten zwischen zwei der Kugeln. Jene schossen jedoch sofort nach außen weg, als ihr Meister trotz ihres Schutzes verwundet wurde. Dies sorgte dafür, dass selbst eigene Treffer tödlich sein konnten. Und auch die Plottkaiserin konnte nicht entgehen, als Strom ihre Rüstung zu durchströmen schien. Nicht nur schmerzte dies, es hielt sie auch von jeder Bewegung ab, als zwei Langschwerter auf ihre Rüstung trafen, welche dem Angriff zwar standhielt, doch deutlich Risse zeigte. Raumspiele waren nun die nächste Idee. Eine der Spezialitäten der Plottkaiserin war ihre Technik, welche den gesamten Raum zum Drehen brachte. Jedem die Orientierung nahm, der es nicht gewohnt war. Jede Bewegung einschränkte. Von jedem, der zu Boden kämpfte. Dies betraf die Kaiserin nicht, nutzte sie einfach ihre Fähigkeit zu schweben. Gleiches galt aber auch für Darkrai. Und der Fakt der Orientierung schien auch kein wahres Problem für jemanden wie den Epolyxus dieses Ortes darzustellen. Somit war Epsilons Technik schlicht nutzlos. In einer Form half es Epsilon jedoch zumindest ein wenig. Als nämlich die Rotation des Raumes urplötzlich langsamer zu werden schien, wusste sie, dass ihr Gegner nun erneut jene Technik nutzte, welche er bereits im Kampf in Crowning genutzt hatte. Das Verlangsamen der Zeit. Das Problem war allerdings deutlich. Das Wissen über die Technik gab noch lange keinen Ansatz darüber, wie man gegen sie vorging. Es schien, als wäre die einzige Chance, einem Angriff in diesem Zustand zu entgehen, ihn im Voraus zu erwarten und bereits präventiv zu blocken. Aber dies barg auch zwei klare Probleme. Wenn man falsch riet, dann ließ man sich sehr offen gegenüber Angriffen. Das zweite Problem war aber sogar noch schlimmer. Selbst wenn man den Angriff abwehrte, es war für Darkrai kein Problem, einfach nochmal und nochmal anzugreifen, bevor sein Feind oder hier seine Feindin überhaupt etwas anderes tun konnte. Irgendein Geheimnis musste es doch geben. Irgendetwas musste diese Technik kontern. Nun, wenn es tatsächlich so etwas gab, dann fand Epsilon es nicht heraus. Stattdessen blockierte sie zwar den ersten Angriff, aber die folgenden schlugen auf ihre Rüstung ein. Die Risse, welche durch frühere Angriffe bereits entstanden waren, wuchsen an, bis die Brustplatte der Rüstung und auch der Helm völlig durchzogen wurden.
Der Beinschutz hatte bisher weniger abbekommen, da er nicht auf Darkreis direkter Angriffshöhe lag. Aber wie viel würde dieser alleine helfen? Denn der Rest der Rüstung zerbarst nun unter den Schäden der Klingen. Der Raum hörte auf, sich zu drehen. Und das Zoroark landete auf dem Boden. Keine Schwebekraft mehr verbleibend. Aber enden tat es noch nicht. Enden tat es beim letzten Atemzug. Und Epsilon war noch lange nicht bereit, diesen zu nehmen. Zumindest schien die Zeit nun wieder ihren normalen Gang zu gehen. Aber die Zerstörung der Rüstung brachte nur mehr Möglichkeiten für Darkrai. So war es für ihn kein Problem, sein rotes Licht erneut zu nutzen. Epsilon war nun nicht mehr nahezu vollständig geschützt. Sie konnte die Lichter einfach nicht mehr reflektieren. Somit waren diese nun eine wahre Gefahr und kontrollierten Fläche. Weshalb Darkrai deutlich simpler die Bewegung seiner Feinde kontrollieren konnte. Und doch, Epsilon wird niemals sterben. Darkrai griff nun erneut zurück auf seine Energieprojektile, kreierte diese und schoss sie über das Kampffeld hinweg. Hierbei unterschätzte er scheinbar jedoch die Agilität der Plotkaiserin, welche zwischen den Lasern hindurchzischte und jeden Moment des Abschusses nutzte, um einen zweiten Stich zu treffen. Und dieser schien wahrlich etwas zu bewirken. Darkrai zuckte zurück, eine Wunde an seinem Bauch klar sichtbar. Allerdings hatte auch er nicht vor aufzugeben. Und konterte sofort, wobei Epsilon gerade so entgehen konnte. Jedoch rückwärts in die Lichtstrahlen stolperte, welche Brandspuren auf ihrem Fell hinterließen. Und gleichermaßen setzte Darkrai sofort nach. Dieses Mal den letzten Teil der Rüstung anvisierend. Und auch der Beinschutz brach nun. Aber es war noch nicht zu Ende. Noch erhob sich das Zoroark wieder. Das Cape versenkt, aber immer noch umgewandt. Und rückte die Krone auf ihrem Kopf gerade. Diese zwei Accessoires waren zwar nicht hilfreich, doch sie waren Symbole. Mit ihnen lebte auch die Kaiserin noch. Denn Epsilon wird niemals sterben. Blitze waren keine Option mehr. Das einzige Projektil, welches Epsilon noch zur Verfügung hatte, waren ihre Spukbälle. Die eine Waffe, welche sie wahrlich noch irgendwie im Kampf hielt, war die Schwertfeder, mit welcher sie sich sofort in den Nahkampf stürzte, keine Rücksicht mehr auf irgendwelche Verluste nehmend. Einen passiven Kampf würde sie nicht gewinnen. Einen Nahkampf vermutlich auch nicht. Aber wie viel konnte Darkrai noch aushalten? Vielleicht, mit allem Glück, in vollster Offensive würde sie noch einen Treffer erzielen, der vielleicht entscheidend wäre? Und doch war es ein Nahkampf gegen einen Gott. Darkrai hatte schier endlose Methoden, jeden versuchten Hieb zu bestrafen. Und trotzdem schien er sich dagegen zu entscheiden, diese zu nutzen. Da stattdessen ließ er sich ein auf einen letzten Schwertkampf. Eine Klinge gegen eine, als die graue Darkrai im Nichts schwand. Metall prallte auf Metall. Der Hall dröhnte durch den Saal wieder und wieder. Beide trafen nicht den Feind, sondern bloß Klingen. Doch am Ende des Weges, hatte auch dieser Kampf einen Favoriten. Und Darkreis Klinge fand ihr Ziel, Epsilons Seite aufreißend wie eine Axt. Und langsam taumelte die einstige Kaiserin so zurück, bis sie fiel. Mit ihr stürzte die Krone auf den Boden und zersplitterte in tausende Teile. Und so kommen wir doch am Ende an.
Stärke ist dein Markenzeichen und dies bewiesst du auch heute. Doch sie reichte nicht, um der Gerechtigkeit zu entgehen. So endet es. Epsilon, hast du letzte Worte? Epsilon wird niemals sterben. Sie konnte es nicht. Egal ob Idee oder ob Pokémon. Noch war ihre Zeit nicht gekommen. Nicht, wenn das Erbe, welches sie hinterlassen würde, eines war, geprägt von Blut und Tod. Nur eine Sache sprach für sie. Ja, Autor, du bist noch hier, nicht? Überrascht erschien erneut mein Schatten aus dem Nichts. Natürlich, ich bin immer und überall. Dann, du bist mir etwas schuldig. Bin ich das? Ja, du hast einen zentralen Teil zu meiner Rückkehr beigetragen, doch... Das meine ich nicht. Das Abkommen mit den Kaisern. Wer den Krieg entscheiden würde, bekäme einen Wunsch, um die Welt zu verändern. Ein Wunsch ohne Grenzen. Und der Krieg, um den es ging, war es nicht jener zwischen Kaisern und Olangersdorf? Sag mir, was hat den Krieg beendet? Ich? Ich habe die beiden Parteien zusammengeführt. Frieden geschaffen. Indem ich eine Wahrheit gezeigt habe. Also habe ich den Krieg entschieden. Und somit verdiene ich den Wunsch. Darkreis Antwort folgte. Prompt. Schneller als meine es könnte. Nein, das tust du nicht. Du verdienst keinen Wunsch für alles Blut, das durch dich geflossen ist. Das Versprechen ignoriert aber dieses Blut. Sie hat nicht Unrecht, Darkrai. Als Autor ist es meine höchste Pflicht, meine Versprechen zu halten. Und jenes Versprechen versprach dem Pokémon einen Wunsch, welches den Krieg beendete. Und letztlich war das wohl sie. Scheiß auf dieses Versprechen. Epsilon wird gerichtet werden für alles, was sie tat. Und dafür sorge ich. Sie wird sich nicht um ihre Strafe schummeln können. Nun, vermutlich wird sie das. Doch... So sprich, Epsilon. Was ist der Wunsch, den du dir erkämpft hast? Fassungslos blickte Darkrai mich an. Aber es war mein Wort. Ich konnte es nicht brechen. Egal wie ruchlos dieses Zoroark denn wirklich war. Ich habe eine Chance gehabt. Noch eine bekommen. Beide verworfen. Aller guten Dinge sind drei. Noch ein Anlauf, um die Dinge genauso schlimm zu machen. Nein! Lassen wir das. Darkrai. Epsilon wird niemals sterben. Auch nicht das Pokémon. Nicht mit diesem Erbe. Nicht so. Das Leben ist oft unfair. Es bekommen eben jene neue Chancen, die es nicht verdienen. Also lass mich mein Erbe bereinigen. Zumindest ein wenig Schmutz davonwaschen und die Gerechtigkeit spielen, die sonst so selten ist. Mit meinem Wunsch als Siegerin des Krieges. Autor, gib Elementara ein neues Leben. Ihr erstes hat sie durch meinen Wahn verloren. Verdiene ich eine dritte Chance? Nein! Sie eine zweite? Ja, auf jeden Fall. Nun denn. Wenn dies dein Wunsch ist, dann soll er in Erfüllung gehen. Dies war ja also der Wunsch.
Ein Wunsch, welchen ich frohen Herzens erfüllen konnte. Elementara erwachte also erneut aus der ewigen Ruhe an jenem Ort, welcher ihr ein Grab war. Dort würde Darkrai sie bald abholen. Dies wusste ich. Und eben jener starrte bereits fassungslos auf die Plottkaiserin, die gequält wieder aufstand und sich Darkrai annäherte. Oder er seinem Altar. Denn nun griff sie nach dem Blutrubin. Darkrai! Ein Tropfen Blut für jede Lüge. Ein Leben für jede gebrochene Seele. Jene Seele ist nun wieder geheilt. Es wird meine Strafe lindern. Genug, damit jemand wie ich leben darf. Wohl nicht. Aber wer weiß. Ich bin zäh. Finden wir es doch heraus. Und ohne jede Vorwarnung zog sich das Sorak die Spitze des Rubins mit aller Wucht über die Handfläche. Und sofort begann das Blut nur herauszuschießen und die Welt um das Sorak erschwarzte. Nur ein letzter Satz entkam ihrer Kehle, bevor es alles nichts wurde. Epsilon wird niemals sterben! Legendary.